Hi, hier ist der Frank von Wir kochen was. Wir machen heute eine rote Beete-Suppe. Geht verhältnismäßig einfach, dauert ungefähr eine Stunde und dann ist man damit durch. Lasst uns beginnen. Wir zeigen euch jetzt erstmal, was wir alles eingekauft haben. And all I feel is blue. Wir haben mal wieder ein bisschen was eingekauft, wie ihr sehen könnt. Und zwar da in der Mitte ist die rote Beete. Davor liegt eine Zwiebel. Dann haben wir hier vorne an ein bisschen Ginger. Da an den Seiten Kartoffeln. Und ganz hinten ein bisschen Creme fraiche. Dann habe ich noch zwei Karotten, die wir da auch noch reintun wollen. So, dann will ich mal die ganzen Sachen schnell in den Topf schmeißen, damit wir die Kartoffeln und die rote Beete schon mal eine Runde kochen. Das dauert so um die 20 Minuten und in der Zwischenzeit werde ich dann kurz die Zwiebel klein schneiden. Ich tue da jetzt die Karotte rein. Dann die rote Beete. Ich glaube, das ist ein bisschen viel Wasser. Aha. Drei Kartoffeln? Vier Kartoffeln. Nee, drei Kartoffeln sind gut. Ich finde drei Kartoffeln gut. So, das lassen wir jetzt kochen. Und in der Zwischenzeit werde ich den Ginger hier ein bisschen mit dem Löffel schaben und die Zwiebeln klein schneiden. Bis gleich. So, ich tue da jetzt ein bisschen Margarine rein. Und dann werde ich jetzt die Zwiebel kurz anbraten. Und dann schauen wir mal. Also die Idee kommt von einer Kollegin, die mich letzte Woche schon fragte, wie macht man das denn? Und deshalb mache ich jetzt mal eben schnell dieses Video. Na, also schönen Gruß, Maria, das ist dir gewidmet. So, Zwiebeln da rein. Ich werde gleich den Ginger kurz ein bisschen klein schneiden und dann röste ich den hier auch gleich ein bisschen mit an. Ist sowieso völlig egal, wie groß das alles ist. Das kommt nachher alles schön mit dem Zauberstab zerkleinert. Gibt eine wunderschöne runde Suppe nachher. Hier kochen meine Kartoffeln und die rote Beete und meine Karotte. Das dauert noch einen Augenblick. Ich würde sagen, wenn das hier gleich fertig ist und wir anfangen können, da das weiter zu verarbeiten, dann melde ich mich wieder. So, meine Lieben, also wir haben die rote Beete gekocht, wir haben die Kartoffeln gekocht, wir haben die Karotte gekocht. Und also Karotte hat ungefähr 35 Minuten gedauert, die rote Beete hat so um die 45 gebraucht. Also dann sollte man so ein bisschen versuchen, das zu timen. Dann habe ich hier schon in meinem Topf die Zwiebel, den Ginger, habe ich da schon mal reingetan. Jetzt tue ich da gleich ein bisschen Butter rein und dann schneide ich mir den ganzen anderen Zutaten klein und werde die hier schon mal reintun. So, da habe ich mir ein schönes Stück Butter noch abgeschnitten. Das tue ich da jetzt auch noch mit rein. Also, wir haben jetzt hier drin die Zwiebel, den Ginger, die Kartoffeln, die rote Beete, die Karotte, die Butter und den Apfel. Und das Ganze werde ich jetzt mit meinem Zauberstab schön pürieren. Also ich musste leider meine Kamerafrau ein bisschen missbrauchen, als ich mit meinem Zauberstab hier gearbeitet habe, weil ich brauchte die dritte Hand von ihr hier. Ich habe das jetzt schon mal so ein bisschen klein püriert. Jetzt kommt da ein schöner großer Löffel Creme fraiche noch rein. Dann muss das mal Ganze noch mal richtig heiß werden. Und dann werden wir gleich mal gucken, wie das hier schmeckt und abschmecken. So, jetzt wird's mal in eine Runde laut. So, dann machen wir jetzt mal ein bisschen Salz. Pfeffer. Dann rühren wir das Ganze noch mal ein bisschen um. Ist das
finde ich eine geile Farbe. Ich finde diese Farbe einfach toll. So, ihr Lieben, ich habe jetzt so ein bisschen Salz nachgetan. Ein Hauch Chili habe ich da noch reingetan. Und sonst sieht das doch jetzt klasse aus, ne? Also, ab auf den Teller. Ist verhältnismäßig dickflüssig, aber ich finde eine dickflüssige Suppe auch ganz toll. Ich habe auch noch ein bisschen Stücke drin. Ich finde so ein bisschen Textur finde ich auch super. So, dann ein bisschen Creme Fraiche in die Mitte. So. Dann nehmen wir uns eine Gabel. Und dann können wir ein bisschen da drin rummalen. So. Sieht cool aus. Ich finde, es sieht cool aus und schmeckt auch so. Ja, wenn euch dieses schnelle Rezept gefallen hat, na, so mega schnell ist es ja nicht, aber wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, gebt uns einen Daumen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie unten einfach rein und fragt. Überhaupt kein Problem. Übrigens, ab seit neuestem findet man uns auch unter www.wirkochenwas.de, wo ich sämtliche Rezepte auch zum Nachlesen reinschreiben werde. Ja, dann wünschen wir Frank und Frank noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.